Das Reformthema Schulautonomie ist häufig präsent in den Medien und es ist mit unterschiedlichen Bedeutungen und Erwartungen präsent. Meine Kollegin Gabriela Gartmann hat eine Medienanalyse gemacht über die Medienpräsenz dieses Themas zwischen 2013 bis 2015 und ist zu der Einschätzung gekommen, dass dieses Thema in der bildungspolitischen Diskussion in den Medien immer häufig positiv konnotiert wird. Also man erwartet sich Verbesserungen durch Autonomie, dass aber in dieser Diskussion dieses Thema auch selten präzisiert wird, was genau damit gemeint ist. Man findet das Thema auch in allen Bildungsprogrammen der Parteien, mit Ausnahme der FPÖ, was ich nicht interpretieren kann. Und das Konzept ist aber selten präzisiert. Und man hat den Eindruck, dass eben dieser Begriff von Schulautonomie dann auch von verschiedenen Akteuren und Positionen so als Projektionsfläche verwendet werden kann für die eigenen bildungspolitischen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Das war irgendwie so der Ausgangspunkt. Und daher haben wir uns jetzt bemüht, in dem ersten Kapitel unseres Beitrages zu versuchen, zu definieren, was man denn unter dieser Schulautonomie verstehen kann. Landläufig wird unter Schulautonomie eigentlich assoziiert, dass es neue Freiheiten am Schulstandort geben soll, dass es vielleicht sogar schulische Selbstverwaltung, Eigenverantwortung geben kann. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sagen, ganz selbst kann diese einzelschulische Selbstgestaltung wohl nicht sein, weil in einem staatlichen Schulsystem gibt es eben noch andere Verantwortungen. Schulrechtler wie Hermann Avenarius haben ihm behauptet, eine Schulautonomie in diesem wörtlichen Sinn kann es nicht geben. Daraufhin haben andere Leute, wie zum Beispiel der Peter Daschner, der einmal sinngemäß Landesschulratspräsident in Hamburg war, geantwortet, mit der Schulautonomie ist es so wie mit Leberkäse. Jeder weiß, dass in Leberkäse weder Leber noch Käse drinnen ist, aber man weiß trotzdem, was mit Schulautonomie gemeint ist. Das könnte man vielleicht noch fortsetzen, dass man sagt, man will vielleicht gar nicht genau wissen, was in Leberkäse drinnen ist. Jedenfalls, was dürfen wir unter Schulautonomie verstehen? Wir haben versucht jetzt, es zu definieren und zu argumentieren und haben gemeint, dass unter Schulautonomie eigentlich etwas Umfassenderes als Einzelveränderungen angestrebt sind und definiert werden, sondern es geht so um eine Neufassung und Neuverteilung von Entscheidungsrechten und Verantwortlichkeiten im Bildungswesen. Und es geht auch um die Frage, welche Akteure, die Einzelschule, Lehrpersonen, Eltern, Ministerium oder Schulinspektion, welche Akteure, welche Rechte und welche Verantwortung haben. Es geht eigentlich um eine Steuerungspolitik im System und wir haben dann versucht, in dem Kapitel so durch vier Antworten, vier Fragen genauer zu definieren, welche Optionen es dafür gibt. International findet man nämlich sehr unterschiedliche Arten, wie denn Steuerung und Verantwortung in einem System verteilt wird. Ich habe Ihnen da eine ziemlich unübersichtliche Grafik dargestellt. Ich sage nicht, wer der Autor ist dieser Grafik. Habe Ihnen aber klarer versucht zu machen, die Extreme. Es gibt Schulsysteme, wo es zwei Ebenen gibt. Es gibt Schulsysteme, wo es vier Ebenen gibt. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, habe ich wieder drei Systeme herausgenommen. Das niederländische Schulsystem schafft es eben, die wesentlichen Entscheidungen, die im Schulsystem fallen, im Wesentlichen auf zwei Ebenen, auf der Einzelschule und auf der zentralstaatlichen Ebene zu haben, im Verhältnis von 14% zentralstaatlich, 86% einzelschulisch. In Österreich leisten wir uns vier Ebenen, wo die Entscheidungen fallen und Sie sehen eben, ich habe nur die äußersten mit Prozentsätzen versehen. Deutschland hat ein relativ ähnliches Muster wie Österreich, nur dass die Hauptebene der Entscheidung die Bundesländer sind. Das ist ein föderalistisch gewendetes System. Was kann man aus dem sehen? Zunächst einmal kann man sehen, dass es international sehr unterschiedliche Konstellationen von Entscheidungsrechten gibt, dass es so eigene Grammatik der Schulverwaltung in den Ländern gibt,
die sich in einem historischen Prozess, in einem Kontext entwickelt haben. Und was man meiner Meinung nach auch sehen kann, ist, dass Österreich sich eine vergleichsweise große Zahl von Entscheidungsebenen leistet, eine Zahl von Entscheidungsebenen, die sonst nur in Ländern vorkommt, die mehr als 40 Millionen Einwohner oder noch mehr haben. Aber wenn es notwendig ist, soll man sich es vielleicht leisten. Wir haben dann versucht, in einem weiteren Kapitel zu versuchen, die Hauptergebnisse der internationalen Forschung zu Thema zusammenzufassen. Was man dazu sagen kann, ist, die Ergebnisse sind nicht so einheitlich, dass man sie als ein paar Sätze zusammenfassen kann, was wohl auch damit zusammenhängt, dass Autonomie ja ein komplexes Phänomen ist, wenn man sich das in diesem Mehrebenensystem vorstellt. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen, die offenbar nicht alle gleiche Auswirkungen haben. Autonomie scheint zweitens nicht direkt sofort mit besseren Leistungsergebnissen zusammenzuhängen und wenn, dann am ehesten in Kombination mit mehr Rechenschaftslegung, klarerer Rechenschaftslegung und Kontrolle. Da gibt es eben so einige im Augenblick viel diskutierte Studien von Wössmann und es gibt auch Kritik an deren Aussagen. Was man auch sagen kann, ist, dass mehr Autonomie in einem System wahrscheinlich zu mehr Konkurrenz zwischen Schulen führen wird, was auch unerwünschte Wirkungen im Hinblick auf Chancengleichheit, auf Segregation hat, dass mehr Autonomie wahrscheinlich die Rolle der Schulleitung, die vorher angesprochen worden ist, in ein neues Fokus stellt und mehr Aufgaben denen zuschiebt. Und dass Autonomie wahrscheinlich eben auch ein Anlass und Anstoß zu Community Development ist und dass die Energien, die durch Autonomie eben stimuliert werden können, vielleicht am besten im Zusammenhang mit regionaler Aktivierung und regionalen Energien zu sehen ist. Wenn man sich jetzt diese Ergebnisse eben zu Gemüte führt, könnte man natürlich fragen, warum sind denn alle für mehr Autonomie, wenn es irgendwie nicht so klare Vorteile von Autonomie zumindest für die Leistungsentwicklung gibt, wenn es gar nicht so klar und sicher ist, was bei Autonomie herauskommt. Wir haben da zwei Antworten zur Diskussion gestellt. Eines Teils entspricht mehr Autonomie an Standorten wohl einer allgemeineren gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung, dass Schulen eben nicht mehr als das letzte Glied einer bürokratischen Kette angesehen werden, sondern dass es mehr lokale Verantwortungsübernahme und Mitsprache gibt. Und ein zweiter gewichtiger Grund ist wohl, dass das derzeitige System der Schulsteuerung und Schuladministration in Österreich als suboptimal angesehen wird. Wir haben dann in einem weiteren Kapitel dieser Studie versucht, die Analysen zu dem Thema Status quo der Schulverwaltung in Österreich so gleichsam zu konsolidieren und haben das in 7 Punkten zusammengefasst, die ich Ihnen jetzt nicht in leuchtenden Farben darstellen will, weil manche von Ihnen sie schon kennen und weil sie, glaube ich, auch eine tiefere Diskussion benötigen. Eine habe ich eben schon genannt, also das wäre, glaube ich, der zweite Punkt, also dass es überraschend viele Ebenen für ein kleines Land gibt. Denn der vierte Punkt kommt mir als heraushebenswert vor, dass wir an sich ein System mit einer zentralbürokratischen Struktur haben, aber dass diese zentrale Bürokratie eigentlich gebrochen ist auf Landesebene durch andere Entscheidungsprinzipien. Und der Schluss daraus ist letztlich für uns dann gewesen, dass diese komplexe Grundstruktur offenbar die Nachteile eines hohen Regulationsgrads in einem bürokratischen System ohne die potenziellen Vorteile, nämlich Klarheit, ökonomische Entscheidungsfindung verbindet. Und das ist etwas, was wir in diesem zur Diskussion stellen und was eben, denke ich, auch ein Grund ist, dass seit der Autonomiegesetzgebung, habe ich gesehen, 5 Minuten steht drauf, für alle, die das nicht gesehen haben, seit der Autonomiegesetzgebung 1993 ja die Diskussion nicht aufgehört hat. Es hat eben Zukunftskommission eben weitere Vorschläge gegeben, das stimmt 2009, glaube ich nicht, das war 2003 schon, habe ich mich vertippt. Es gibt eben Konzepte
zu einer Schulgovernance nahe im Umkreis des Instituts für Bildung und Wirtschaft. Es gibt eben in dem neuen Konzept der Industriellen Vereinigung Aussagen dazu. Die Rechnungshofberichte haben sich damit beschäftigt und es gibt eben auch von Seiten des Ministeriums jetzt Vorstellungen dazu, die der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind. Ein Charakteristikum der österreichischen Diskussion zur Schulautonomie ist, dass sie, und das ein Tribut an die österreichische Realpolitik ist wohl, dass eben Schulautonomie immer mit Föderalismusfragen verbunden ist. Dass eben die Entscheidung, mehr Rechte und Entscheidungsmöglichkeiten an Schulen geben zu wollen, immer eben auch mit Entscheidungen verbunden ist. Und was für Rolle hat das Land in diesem Zusammenhang? Soll das Land oder die Schule die Entscheidung bekommen? Wir haben jedenfalls versucht, in einem abschließenden Kapitel Entwicklungsoptionen und Implementationsaspekte eben zusammenzufassen, zur Diskussion zu stellen. Und ich will Ihnen jetzt nur mal abschließend ein paar davon hervorheben. Ich hoffe, ich war jetzt dynamisch genug, dass Sie Lust haben, noch andere Teile dieses schriftlichen Werkes zu lesen. Die erste Frage wäre eben, welches Governance-Modell wollen wir eigentlich? Wollen wir so ein Modell alles in einer Hand, also eine Rationalisierung der Bürokratie, zu sagen, wir wollen jetzt endlich eine wirkliche zentrale Bürokratie und Zwischenebenen entfernen, wollen wir ein Modell des Bildungsmarkts? Die meisten Personen, die sich zu dem Thema äußern, würden eher für das dritte Modell votieren, dass es nämlich staatliche Rahmenbedingungen gibt, aber deutlich mehr Autonomie vor Ort gibt. In Abgrenzung zu Bürokratie und Markt sollen eben solche Konzepte zur Schulautonomie eine umfassendere pädagogische, personelle und finanzielle Autonomie an den Schulen oder auf einem anderen Konzept der lokalen Ebene anvisieren. Wir haben in dem Zusammenhang eben auch diskutiert, wo denn die wesentlichen Verantwortungspunkte sein können und haben uns dann letztlich der Aussage des Rechnungshofes angeschlossen, dass die Konzentration der Aufgaben, Ausgaben und Finanzierungsverantwortung in einer Hand sein sollte. Wir haben ein Kapitel dazu geschrieben, dass Autonomie auch ungünstige Auswirkungen auf Schulen haben kann und dass man eben daher auch bedenken muss, durch Rahmenbedingungen, durch entsprechende Incentives im System eben zu schauen, das wäre da dieser unterste Punkt, dass die Energie, die durch Autonomie möglicherweise losgeeist wird, eben darauf gerichtet wird, die Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler zu verbessern und nicht die eigenen Schüler durch bessere zu ersetzen, wie es eben manchmal eben auch passiert ist. Ein unserer Meinung nach wichtiger Punkt ist diese Frage, wer sind denn die Hauptakteure der Autonomie? Wer soll denn neue autonome Entscheidungsrechte bekommen? Normalerweise würde man da zunächst einmal an die Schule denken. Es ist aber so, dass in Österreich viele Schulen ja relativ klein sind und dass die auch mit zusätzlichen Ressourcen eben keine wirklichen Entscheidungen treffen könnten. Ich habe das in England einmal miterlebt, wo eben Volksschulen Geld für Fortbildung bekommen haben und die konnten dann alle 4 Jahre einmal eine Fortbildung machen, weil sie das zusammensammeln mussten. Insofern ist die Frage, wer ist der Akteur der Autonomie? Auch die Gemeinden, die in manchen Ländern die Träger der Autonomie sind, kommen in Österreich wahrscheinlich selten in Frage, weil sie oft klein sind. 90% der Gemeinden haben zwar eine Volksschule, aber nur 15% der Gemeinden haben ein voll ausgebildetes Schulangebot an ihrem Standort. Ja, wir haben verschiedene Autonomiemodelle diskutiert. Wir haben eben dafür votiert, dass die Umsetzung der Autonomie selber in einem schrittweisen Prozess mit Fortbildung, mit Unterstützung, aber auch mit begleitender Forschung passieren soll. Und wir haben dann noch eine Reihe von anderen Themen diskutiert und die Zusammenfassung würde, ich schaue jetzt, Ende. Die Zusammenfassung können Sie in dieser Studie dann in folgenden Worten lesen. Wir haben uns eigentlich so maßvoll für Autonomie ausgesprochen, wenn sie fokussiert ist, auch auf Bedingungen, die das Lernen der Schüler vor Ort unterstützen. Autonomie, das wäre der zweite Punkt, ist keine Möglichkeit, eben ungeliebte Entscheidungsprobleme von unten an die Schulen zu delegieren. Sie braucht unserer Meinung nach eben begleitend auch eine Reform der Verwaltungsstrukturen.
4 habe ich schon gesagt, und es braucht bestimmte Ausgestaltungsbedingungen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass es für Sie interessant ist.